Hallihallo, Hallöchen, liebe Leute! Willkommen bei einer weiteren Aufnahme von Shadow Warrior. Mit mir, eurem Lachsack. So, in der letzten Folge haben wir diese riesen Schildtypis besiegt, wo ich anfangs noch ein bisschen menschliche Gegner. Muffensausen hatte, weil, ja, groß, Schild in der Hand, weckt den Eindruck, unsterblich zu sein, nicht gut. So. Aber wir haben die gut kaputt gekriegt. Ich frage mich auch, ob man das Schild hätte zerschießen können, aber es sah so aus, als ob die Kugeln da, ja, abprallen. Und, ja, wenn Kugeln abprallen, gehen sie nicht durch. Warum haben die mich gleich gesehen? Okay. Feuer mit Feuer. Was zum? Boah, das ist mies. Darf ich auch nicht beim Feuerwerk oder sowas jetzt verstecken. Da bin ich richtig am Arsch. Der kann sich nicht richtig verstecken. Und das Feuerwerk! Ah! Das ist einfach das. Ich sag doch, es geht gleich los. Das ist ja wie Silvester. Oh Gott! Was ist das? Jo, no. Leck mich am Arsch. Oh, halt die Klappe, verpiss dich. Oh. Ey, der Mädel von wegen. Stirb. Warum haben die so eine krasse Rüstung an? Oh, nicht nachladen. Genau. Oh. Na, da kommen die Viecher schon. Oh, explodiert, Scheißfass! Ah. Der kleine Lasser hat ein wenig dazugelernt. Dem spielen wir schon deine Umgebung nutzen! Nein, du wirst nicht sauer! Nein, du wirst auch nicht sauer! Oh shit! Er ist sauer geworden, er ist sauer geworden, er ist sauer geworden! Logisch, dass ich nicht gesehen hätte, das hätte ich mich nicht überrascht, aber. Komm noch mehr. Lass mal den krassen Move machen. Jetzt spüre die Macht. Es muss natürlich nochmal einer mit Schild kommen. Zwei. Also, ich sehe es nur zwei. Da Nebel. Ich mach da nicht irgendwie eine Laterne oder sowas kaputt und auf einmal ist hier Weltuntergang. Ich rechne mittlerweile mit allem. Ich habe auch gesehen, da ist ein Heilungspäckchen. Aber das überhaupt brauchen. Weil die sind eigentlich relativ leicht zu besiegen, muss ich zugeben. Muss so wissen, wie man es anstellt. Aber gut. Doof gesagt. Nein! Doof gesagt, das muss man glaube ich einfach bei jedem. Im Graf freue ich mich noch, dass die so leicht sind, dann kann die auch noch in Rage geraten. Leck die Ziege. Guck, ist ja vielleicht was. Da hinten kommt noch einer mit dem Schild. Die sich freuen? Au! Was? Ich dachte, jetzt leuchtet was über den seinen Kopf. Das war nichts weiter wie. Oh! Einfach diese dummen Dinger. Ist der jetzt durchgedreht? Ich glaube, der ist noch normal gewesen. Na gut, was heißt normal? Zwei Punkte regenerieren? Oh, zwei, nochmal eine Horde. Naja, komm her. Oh, das sah cool aus. Jaja, komm, hau ab. Zack! Stirb doch einfach! Gleich sauer, oder? Nee, der wird nicht mehr sauer. Oh, willst du abhauen?
aufnehmen. Ich weiß gar nicht. Können die sich gegenseitig eigentlich auftreffen? Das wäre nett. Ich kann es mal probieren. Aber ich denke nicht, dass es geht. Das geht wahrscheinlich nur über den Kleinen. Was? Lachsack ist verwundert. Da hinten ist nochmal so ein großer. Will jetzt ein Dämonenherz kriegen? Was ist das für den? Ja. Komm her, Püppis. Oh, da ist einer mutiert, aber wir haben ein Dämonenherz. Nein, 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 du bleibst schön brav. Na, ein bisschen Energie brauchen wir wieder. Wo ist der Typ mit dem Schild? Weil hinter uns ist, wie gesagt, nochmal so ein Dämonenherz. Da hinten versteckt er sich. Wir haben gar keins aufgesammelt gehabt, fällt mir gerade auf. Also im Speicher. Ist das geil? Na, mein Digga. Ist das gut? Nichts angreifen lassen. I go from place to place, killing everything in my path. Nehmen wir's mal mit. Da geht's wahrscheinlich dann. Da geht's hier lang. Ich weiß es nicht. Mal hier gucken, wo die ganzen Monster herkommen. Ich glaube, hier ist Dead End. Ja, was sinkt hier? Hm. Aber vorhin noch gemeint gehabt, es ist ja so. Soll ich das machen? Es ist zu wenig von den Dingern nur noch vorhanden. Ich mach's einfach, weil ich will gucken, ob das geht. Wenn es zu tief ist, dann. Ray! Wuhu! Kann man bestimmt irgendwo was finden, oder? Nein, kann man nicht. Ah, vorhin, das war doch lächerlich. Das Wasser ging ihm vielleicht bis zur Hüfte und er ist drin ertrunken. Naja, Optimist, da trägt er einen halb voller Badewanne. Ist hier? Nee. Zwei zu Karma. Ach, falsche Taste. Entschuldigung. So, Fähigkeiten. Kräfte. Ich glaube, Fähigkeiten nicht rein. Genau. Komm, geben wir uns noch richtig dicke, fette Lebenspunkte jetzt. Läuft. Zack. Das ist cool irgendwie. Muss ich mal beim Gegner anwenden, der dann vielleicht umfliegt oder so. Also, muss er ja. Glückskeks. Vorhersage zeigt tot. Genau, ich sehe sehr viel tot. Dein Pech, schätze ich. Mhm, danke. Das hau niemals einem Glückskeks. Okay. Oh, Junge, triff endlich. Hui! So geht das. Wo geht es denn nun lang? Ja. Da war, glaube ich, die Brücke versperrt, oder? Ja. Okay, willkommen bei Lachsack läuft planlos in der Gegend rum. Wenn ich da war, müsste es vielleicht hier irgendwo sein. Ja, ich sehe es, die Tür hier links blinkt schon. Über die Brücke kam ich nicht. Gut. Ja, speichern. Weiß, was sonst wieder kommt. Na, hier. Fingerfarben. Malen und so. Okay. Sieht ja schon wieder so böse aus. Gut. Soll es, glaube ich, auch. Und ich habe schon wieder ein paar von unseren Freunden gehört. So.
Glück fahren die kein Fahrrad. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Der hat gerade Hunger. Ui. Na, warum müssen jetzt alle seine Freunde kommen? Kopfschuss gehen die dann doch nicht alle kaputt? Weg, du Wurst! Nein, 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 nein! Lass so schön bleiben! Ah, das ist immer so scheiß Abwehr! Aber dann bleibt ja keine andere Möglichkeit als das. Finde ich's eher Spaß. Oh, verrecke! Okay, anstatt genügend Spezialist. Neue Rundschaft. Ist sicher. Scheint können die sich wirklich gut gegen einen schützen. So, das sind anscheinend neue Gegner. Okay. Das ist gut. Was kommt denn jetzt? Ja. Was ist so? Jetzt werde ich sauer. Stirb einfach. Nein, 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 nein. Mitnehmen. Oh, geht das mir auf den Kreuz. Willst du gerade gegen, mit einem anlegen, dann kommt von vorne. War was anderes wie die ganze Zeit mit dem Schwert drauf. So. Gönn. Das ist ein bisschen komisch hier mit zu schießen. Das ist auch sehr verzögert, muss ich sagen. Irgendwie macht das nicht so den Schaden, den es meiner Meinung nach am allerbesten machen sollte. Na, bleib stehen. Nein, 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 das machst du nicht. Ja, schade. Ui, bis 104? Leider sind wir noch weiter. Muss ich da mal testen. Ja klar, raste zweimal aus. Anscheinend bist du nur 4, das ist cool. Oh. Das ist unfair, also, so wie du einen tötest, und das habe ich eigentlich relativ lautlos gemacht und müsste ich lautlos gemacht haben, mit der Armbrust, kommen da alle anderen Idioten auch auf einmal. Ich habe jetzt auch damit gerechnet, dass wieder so ein Viech ankommt mit Schild, aber naja, was hoppelt da rum? Ja, was hoppelt wo rum? Was? Ja moin, hier liegt einfach mal Geld rum. Wo ist das Kaninchen? Was? Das kann's nicht geben! Es ist unsterblich. Es sei denn. Scheiße! Das deprimiert mich jetzt leicht. Ist bestimmt aus dem gleichen Stoff wie bei meiner Außenaufnahme Dingens hier. Dieses Leintuch, was die zwei Schulkins abgewehrt hat. Ein unzerstörbar. Ist irgendwas Besonderes drin? Oh, bitte friss mich jetzt nicht irgendwas, keine Ahnung. Riesengroßer Frosch oder so. Gibt es alles. So, mal hier noch gucken. Bäumen hier irgendwas? Hier hätte ich auch gut kämpfen können, glaube ich. Ich glaube, das war eigentlich auch so gedacht, dass ich mich da mehr hier hinziehe, aber... Da vorne haben wir es auch relativ gut kaputt gekriegt.
Wir leben ja noch. Ist da wieder was zum Trinken? Nein, hör. Ui, das tut weh. Kaninchen. Es geht doch! Jawoll! Ich glaube, mein Schwein pfeift. Was war denn das denn voll? Ja, egal. Ich habe das Kaninchen besiegt. So. Mal schnell speichern. Keine Ahnung, was sonst gleich kommt. Ja, Tür aufmachen. Etwas zum Heilen. Anscheinend können wir doch zurückgehen. You really don't remember what you did to get banished? No idea. My memories are there like a blank wall. I got kicked out of the Amari Roxy Club for life. I can't remember that night either. Is that supposed to be comforting? Okay, Kurzkonversation. Ich habe den Kerzen jetzt ehrlich nicht getraut. Wie gesagt, meiner Meinung nach kann hier wirklich jederzeit alles um die Luft fliegen. Alles ein um die Luft fliegen. Um die Ohren fliegen. Gott, was rede ich da gerade? Ich sehe es kommen. Entweder trinke ich oder es kommt wirklich irgendein Viech. Läuft. So, dann muss ich mir das nochmal mit den Explosionsbolzen am besten durchlesen. Da hat irgendwas noch geblinkt, oder? Ja, kann das sein, dass ich mich jetzt getäuscht habe und das vielleicht nur die Lampe war. Ach, ich darf wieder sowas kaputt machen. Das sieht nach Tod aus, oder? Gucken, wenn ich da hinten irgendwo dran kommen darf, dann dürfte es eigentlich nicht. Jetzt teste ich was. Leute, ich sag's euch. Alles kann hier in die Luft fliegen. Kann ich bestimmt auch nicht in den Teich rein. Oh, wenn so Wassermonster kommt. Das kannst du dann eigentlich nur mit Dingen, mit Fernkampf bekämpfen. Es sei denn, es hat noch irgendwelche Tentakeln und, keine Ahnung, schwingt die dann nach dir und greift dich so an. Ist doch bestimmt wieder was. Aber natürlich. Jetzt haben wir auch genug Geld für diese Granatpfeile. Aber ich würde sagen, ich beende die Folge ab jetzt und lesen wir das Offscreen nochmal durch und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, auf Wiedersehen, euer Dustak.